Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Summer Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde PC Tycoon 2. Ich komme gerade von der Arbeit, denn ich habe heute mein Essen Praktikumstag gehabt. Ich habe da natürlich schon mal Praktikum gehabt, aber ihr wisst, denke ich, was ich meine. Außerdem habe ich offscreen ein bisschen an diesem Spiel gearbeitet, wie man hier unschwer kennen kann, denn ich habe hier nämlich Speicherkanäle auf maximal. Also ich habe ein paar Sachen schon geupdatet, wie man hier sehen kann. Ich glaube, wir sind auch, ja, wir sind nämlich mit V17 auch auf dem S-Platz. Ich weiß nicht, ob ich das noch im Video drin habe. Auf jeden Fall sind wir auch S-Platz. Wir können hier auch L1 einmal hochballern und L3 und das Ganze hier und dann sind wir, glaube ich, sogar arm. Ja. Haben wir nämlich keine Kohle mehr. Ja. Leute, ich würde sagen, ich lasse das hier mal kurz laufen, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich wieder Geld habe. So, ich habe jetzt ein bisschen gewartet. Ich weiß nicht, ob das eine Milliarde ist oder so, aber keine Ahnung. So. Sandkasten? Ach so. Warum ist er jetzt in den Sandkasten reingegangen? Na Leute, kurz vorab, ich habe natürlich hier ein bisschen Geld reingemacht, weil das Problem ist, ich kann halt für YouTube nicht so lange warten. Deswegen habe ich da ein bisschen gewartet. Also da ein bisschen was draufgepackt. Sonst hätte ich halt hier ewig warten können. Und ich kann nicht warten, weil ich habe natürlich auch noch ein paar Zeitprobleme. So, ballern jetzt hier auf jeden Fall. Ah, perfekt. Ich habe das immer noch nicht. Okay, Boxdesign haben wir auch immer noch nicht. 10, so. Okay, wir ballern das auf 5000, würde ich sagen. So, erstellen. Möchten Sie Ihre Infrastruktur modernisieren, um Umweltstandards zu erfüllen und eine Umwelt, blablabla, ja, wir haben doch 50 Millionen, oder? Ja. Es ist tatsächlich eine Milliarde. Jo, was? Das kostet ja übelst viel. Okay, ich glaube, wir haben jetzt ja alles rausgeballert, ja. Okay. Was mache ich jetzt? Mitarbeiter einstellen, genau. Ich gucke jetzt auch gar nicht auf die Werte, ich will die einfach nur einstellen. So. Weil dann geht das hier ein bisschen rucker. So. So. Was? Derzeit findet eine bekannte Computerausstellung statt. Möchten Sie teilnehmen? Ja, will ich. 50.000, die schmecken. Da habe ich doch Bock drauf. Auf das Geld natürlich. So. Ich hoffe mal gleich bekehrt mein Klingel nicht. Mein Wecker. Ich hoffe, mein Wecker klingelt nicht so. Mein Wecker. Mein Wecker klingelt. So, V8. 10. 100 Milliarden ballern wir jetzt raus, weil wir haben die Kohle. Und weitestens fortgeschrittener Prozessor. Technologischer Fortschritt 12.000. Okay. Ja, wir haben hier alles neu, bla bla bla. Wir ballern auch alles an Geld raus. Bitte gefällt's euch. 0,1, 5,6, 3,9, 3,9. 4,6 kommen wir auch insgesamt drauf. Das ist eine, boah, 60.000. Sorry. Wir haben einfach AMD eingeholt. Okay. Jetzt ballern die hier direkt mit 219 Mille. Junge, das Ding ist ja übelst schnell ausverkauft.
Okay. Ja, was wir eigentlich brauchen, sind diese Erfahrungsdinger da. Die sind wichtig. Okay, so, dann machen wir da noch was. Da noch was. So. Möchte sie Mittel in ihrer Sonne versprechen? Nein. Weil da weiß ich, dass das immer kacke ausfällt. Deswegen mache ich es nicht. Aber, ja. Also, ist jetzt auch nicht so arg schlimm. Deswegen macht das nichts. So. Gut, dann warten wir mal und hoffen mal, dass wir jetzt hier mehr Erfahrungspunkte kriegen. Okay, es gibt wieder einen blöden Dingens hier, wie ihr sehen könnt. Einen Hackerangriff. Den müssen wir natürlich hier einmal wegmachen. So. Boah, fast auf den falschen geklickt. DT Disconnect 834 One Virtuals RT Start Analytics RT Start Repair 95. So. Perfekt, geschafft. So schnell geht's. Fortnite verfügbar. Oha, Fortnite ist auch mal am Start. Ich habe ja auch jetzt so langsam alles ja ausverkauft. Es ist langsam so alles ausverkauft. So jetzt. Und jetzt insgesamt 497 und darum von kaufen wir uns DDR8. Und hier ein bisschen mehr Dingsbums. Speicherfrequenz. Ihr seht schon, die Transistoren kosten einfach jetzt 1000. Eine freaking 1000 Dingens. Das ist natürlich schon teuer. Können wir kurz gucken, ob wir hier unser Dingens upgraden können. Kosten, Preis 75 Millionen, die haben wir. Wir haben nämlich 1,47 Billionen. Und daher passt das. So, okay. Achso, wir können eben kurz einen Mitarbeiter einstellen. Der ist gut. Der ist auch gut. Der ist auf jeden Fall in Studie gut, deswegen packen wir den rein. Der ist in beiden gut. So. Okay. Dann kommt jetzt die V19. Jetzt auch mittlerweile einfach schon fast 20. Das ist schon geisteskrank. So. DDR8. Jo, hier sind wir auf jeden Fall noch gut dabei. Und den ballern wir für dieses Geld raus, was da steht, weil ich will ihn auch nicht zu teuer machen. Weil das wäre natürlich auch ein bisschen blöd, wenn der zu teuer ist und die Leute das gar nicht kaufen wollen. Deswegen lasse ich den so. Vielleicht geht es jetzt mit den Bewertungen sogar höher. Ich hoffe. Das wäre natürlich geil. So. Aber mal sehen. Okay, es ist bei 100%. Das heißt, wir bringen ihn raus. Für 100 Millionen natürlich hier einmal einkaufen. So. Sandro-Prozessor V19. New Anzahl der Kerne 68. Das modernste Prozessor. Das ist geil. Alles wieder neu am Start. So. Bitte was Gutes. Oh, 5,6,2. 6,6. Gut, die Bewertung hier hat uns komplett kacke verdingst, weil dadurch haben wir wieder Stände verloren. Aber macht nichts. Wir sind nämlich immerhin weiter auf Hashtag 1. Ihr wisst Bescheid. Okay, so 79. Wir ballern jetzt hier wieder. Okay, wir kriegen jetzt sehr schnell Erfahrungspunkte, wie ich hier sehe. Gucken uns mal kurz. Hier, das ist meine Präsentation. Okay. 318.000 Leute kaufen auch anscheinend meine Sachen. Sonst wird es nicht da stehen, tatsächlich. Wenn ihr wisst, was ich meine. Okay, ich würde sagen, wir warten jetzt einfach nochmal, bis hier alles ausverkauft ist und dann sehen wir uns gleich wieder. Leute, wir haben die erste Nachricht, dass Leute von uns eine CPU kaufen wollen. Prozessor, sorry. Das Unternehmen Apple möchte 100.000 Kopien von Sandro Prozessor V19 zur Installation auf seinen PCs zum Preis von bla 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 Dollar pro Kopie erwerben. Der aktuelle Preis beträgt 6,6. Dieser Deal wird den Unternehmen 125.000 Dollar einbringen. Ja, rein da.
Okay, nochmal. Rein da. Einfach zweimal gekauft. Geil. Wir haben auch übrigens fast 3 Milliarden, beziehungsweise Billiarden. Das schmeckt. Wir haben auch 1500 Dinger da oben. Gut, jetzt haben wir es nicht mehr. Warum ging das gerade runter? Es muss doch hochgehen und nicht runter. Okay, alles klar. Okay, let's go. Wir haben 3,37 Milliarden damit verdient. Das ist auf jeden Fall geil. Was wir jetzt erstmal davon kaufen werden, ist das hier mit den 1000. Logischerweise, weil die am Arsch teuer sind. Und dann haben wir genau für 85 hier das. So. Zack. Hier von 19 ist auch gleich fertig hier mit den Kaufen. Ich weiß nicht, wie viele ich da davon noch habe, aber auf jeden Fall nicht viele. Ja, jetzt ist auch Verkauf abgeschlossen. Sind wir immer noch Esser? Ja, natürlich. Was auch sonst. Ja, jetzt kommt einfach das V20. Das V20 ist einfach... Junge. Ich glaube auch, so langsam sollten wir eine neue Dingens kaufen. Aber wir haben halt noch nicht alles hier freigeschaltet, ne? Also eigentlich macht man das ja, wenn man hier... Sieh mal, Speicherkapazität ist bei 40%. Alles klar. Warte mal. Warum ist das bei 40% maximale Speicherkapazität? Ja, schön, dass wir das nicht mehr. Maximale Speicherkapazität. Okay, warte. Wisst ihr, was wir machen? Das machen wir. Jetzt haben wir 2000. So. Maximale Speicherkapazität. So. Ich glaube, das ist jetzt genug. Zack. Gut, dann ballern wir mal jetzt auf V20. So, zack, zack, zack. Zack. So. Ja gut, L2 und L3 müssen wir auf jeden Fall verbessern. Aber L1 ist natürlich auf 100%. Wir erstellen es einfach mal. Und danach machen wir auf jeden Fall die anderen L-Dinger da. Auf jeden Fall geil. Ja. So. Ich mache jetzt noch einen kleinen Cut und dann sehen wir uns, sobald ich das hier fertig gemacht habe. Und bis gleich. So, es ist fertig. Wir können es jetzt endlich mal rausbringen. Nach einer halben Ewigkeit. Ich hoffe, der ist jetzt geil. Wir ballern natürlich alles raus. Ich glaube aber, der könnte schlechter sein. Ja, ja. Okay, eine Glotte 5 ist auch gut. Aber das andere war tatsächlich noch ein Ticken besser. Aber macht nichts, denn wir haben jetzt einfach zwei Prozessoren, die geisteskrank oben weit sind. Das war kein Deutsch, aber egal. So, wir machen gleich noch... Hä? Achso. Wir machen gleich nochmal hier... Also, was heißt gleich? In der nächsten Folge machen wir L2 und L3 auf jeden Fall hoch. Aber wir können sogar beides einmal hoch machen. Auf jeden Fall müssen wir die beiden höher machen. Leute, wenn euch das Video gefallen hat bis hierhin, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei, der ist unten, den nehme ich in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, so. Euer Sando. Ciao, ciao.